Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zur Synology Disk Station bzw. zu DSM. Und in diesem Video möchte ich gerne auf ein kleines Problem eingehen, was vielleicht einigen von euch schon mal aufgefallen ist oder entstanden ist. Und zwar ist es sicherlich schon mal vorgekommen bei einigen von euch, dass die Disk Station einfach nicht in den Ruhezustand wechselt, obwohl ihr den Ruhezustand an sich eingestellt habt. Das liegt einfach daran, dass es gewisse Prozesse in der Disk Station gibt, die den Ruhezustand in dem Moment dann einfach verbieten oder verhindern. Und ein kleines erstes Beispiel wäre ein angeschlossenes USB-Gerät, also zum Beispiel eine weitere Festplatte oder einen kleinen USB-Stick, der das Gehen in den Ruhezustand der Disk Station verhindert. Eine weitere Möglichkeit, wie man das verhindern kann, ist die Mailstation. Wer seine Mailstation eingerichtet hat und hier auch regelmäßig nutzt, unabhängig davon, auf welche Art und Weise ihr diese konfiguriert habt, wird die Disk Station hier nicht mehr in den Ruhezustand wechseln. Ein weiteres Beispiel ist die Download Station. Auch wenn hier irgendwelche Downloads aktiv sind, von euch eingeschalten oder geplant sind, wird die Synology Disk Station nicht herunterfahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob das jetzt HTTP, FTP oder Emul ist. Egal was, ihr verhindert damit, und das ist ja auch ganz logisch, ihr sagt ja der Disk Station, sie soll arbeiten, ein Herunterfahren. Weitere Beispiele sind zum Beispiel der Medienserver, und hier ist es etwas tricky, weil man muss erstmal drauf kommen, wer hier das DMA-Kommunikationsprotokoll eingestellt hat, der tut sich da vielleicht etwas Gutes, wenn er denn Probleme irgendwie mit der Disk Station hat, um herauszufinden, worum es geht. Gleichzeitig verhindert das ebenso wie in der Audio Station, unter Einstellungen und erweitert gibt es hier ebenfalls ein Audio Station Protokoll. Auch das verhindert das Gehen in den Ruhemodus und damit vielleicht einen unerwünschten Mehraufwand oder mehr Kosten wegen des Stromverbrauches. Ansonsten, an einer Stelle, an der das sicherlich gewünscht ist, ist die Surveillance Station, also das Tool, mit dem man an der Synology Disk Station Kameras einrichten kann. Wenn hier Aufnahmezeitpläne eingerichtet sind und damit feste Vorgaben vorhanden sind, geht die Synology Disk Station natürlich nicht herunter, denn sie soll ja in dem Fall einfach die Wohnung, die Einfahrt oder was auch immer überwachen. Es gibt ein paar andere Apps, so wie zum Beispiel den Medienserver von Logitech und Plex Media, die ebenfalls den Ruhemodus verhindern. Auch die Cloud Station, solange wie dort aktive Prozesse sind, verhindert das Fahren in den Ruhemodus. Cloud Sync ist ebenfalls eine Möglichkeit, die hier für einen dauerhaften Run der Festplatten und der NAS an sich bedingt. Es gibt sicherlich noch viele weitere Prozesse und Möglichkeiten, wie das Ganze passieren kann. Vor allen Dingen haben wir hier jetzt wirklich erstmal nur über Synology-seitige oder Standard-Apps gesprochen. Es gibt natürlich noch viele, viele Drittanbieter-Apps, die hier jetzt erstmal von mir gar nicht Erwähnung gefunden haben. Und auch die können prinzipiell einer der Gründe sein, warum die NAS nicht in den Ruhezustand schaltet. Wer hier wirklich ein Problem hat und einfach den Grund nicht findet, aber unbedingt die App herausfinden muss, der muss wirklich im Internet ein bisschen suchen. Da gibt es viele Einträge, wo man Informationen darüber findet. Und da muss man dann einfach nachschauen. Ansonsten war es das hier mit diesem kleinen Video zum Ruhezustand der Synology Disk Station. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.